Als nächster tritt Rudolf Dose auf den Plan. Herr Dose, siegesgewiss und selbstüberzeugt von seinem Kasten. Diese Besteckschatulle steht seit über 30 Jahren in unserem Wohnzimmer, eigentlich unbeachtet in der Ecke rum. Es ist von uns noch nie benutzt worden. Unsere Expertin Dr. Heide Rezipazabel wird sich Messer, Gabeln und Löffel aus der Nähe anschauen. Herr Dosen, Sie erlauben mir jetzt diesen blöden Gag. Der Herr Dose bringt eine Dose. Wobei das ja gar keine ist. Es ist eine Schatulle. Eine Schatulle. Ja, es handelt sich ja um eine Antiquität. Und Antiquitäten sind immer in Schatullen, nie in Dosen. Stimmt. Das ist übrigens eine sehr schöne Schatulle. Denke ich auch, ja. Ja. Und ich habe so einen Besteckkasten so auch noch nicht gesehen. Ich kenne schöne Besteckkästen logischerweise durch meinen eigentlichen Beruf. Aber so eine Schatulle kenne ich nicht. Wo haben Sie denn so eine tolle Schatulle gefunden? Die habe ich auf dem Trödelmarkt in Kerpen gefunden. So, da haben Sie diese wunderschöne Schatulle gefunden. Richtig. Hat man Ihnen dazu was erzählt? Oder Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Verkäufer auch nicht wusste, was er da hat. Das ist, kurioserweise erlebt man das oft auf Märkten, dass die Verkäufer gar nicht wissen, was sie verkaufen. Die sind nicht neugierig genug. Stimmt. Ja? Und ich bin sehr neugierig und schaue mir die Sachen dann an und war eigentlich vom ersten Moment an überzeugt, dass ich da etwas Großartiges entdeckt habe. Deswegen musste das Ding auch mit. Ich weiß nur leider nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Das ist zu lang. Auch das bestreite ich, aber trotzdem sehr schön. Es ist absolut schön. Was ich ganz originell finde, ist vor allen Dingen, dass es hier diesen, diesen Steg gibt, der so ein bisschen eben das Messerbänkchen ersetzt. Schön, dass Sie sagen, das hätte ich darauf hingewiesen. Ja, der das Messerbänkchen ersetzt. Und
von daher keinen Tropfen angeblich zurücklässt. So ist es gedacht. Also ich merke, momentan habe ich hier im Raum, also eben hatten wir noch so viel Liebe und jetzt auf einmal merke ich... Meine Liebe ist nicht erloschen. Nein, das ist gut. Ne? Ja. Um Gottes Willen. Ja. Ich weiß nicht so recht, wo die Werte liegen. Ja. Also interessant finde ich tatsächlich den Kasten, weil der ganz hübsch ist. Ja. Das ist ein Eichenholzkasten und der ist sogar fast mehr wert als das Besteck, möchte ich meinen. Sollen wir uns denn mal was sagen lassen jetzt? Sie meint nie was persönlich. Sie ist im Grunde ihres Herzens unglaublich lieb. Ich bin sowas von relaxed und gespannt. Ja? Liebste Heide. Also aufgrund dieses schönen Kastens, der allerdings auch ein paar Wasserflecken hat und auch ein paar Risse in dem Holz, möchte ich das Stück auf ca. 60 bis 80 Euro schätzen. Ich habe bewusst nichts dran getan, weil ich finde, dass die Alterspatina sein sollte. Was wäre denn der Preis der Dose für, wo Sie sagen würden, so bei den Händlern, dafür lasse ich es hier? Also ich denke schon, dass ein paar hundert Euro schön wären. Ein paar hundert, ja. 200? 200 oder 300, ja, wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht? Wäre nicht schlecht. Ja, da gehe ich jetzt mal in mich und ich würde sagen, ich will wissen, was die Kollegen sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Waldi vielleicht für die Eifel ein frisches Besteck braucht. Wenn er sein erstes Gebot nennt, würde ich zuschlagen. die Antwort weiß ich schon. Herr Dose, für Sie das Gärtchen und das Schatüllchen. Ich halte es ja für sehr wertvoll, deswegen trage ich es auch vor. Das ist vernünftig. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Herr Dose, toi toi toi. Bis später. Bis später. Man führt mich? Ja. Ich möchte mit den Händlern ein spaßiges Verhandlungsgespräch führen, wo wir alle unsere Freude dran haben. Nun wird sich zeigen, ob wirklich alle ihre Freude haben. Schließlich will Rudolf ein paar hundert Euro für sein Besteck. Sehr, sehr gespannt. Wenn das gut verkauft wird, dann schieße ich jede Menge Besteckkästen nach. Hallo, grüß Sie. Guten grüß Tag. Grüß Gott. Ist in Ihrer Familie einer Offizier oder Polizist gewesen oder ein Kommandant oder sowas? Ich habe mit Militär nichts am Hut. Ah, okay. Der Kasten ist ganz interessant. Schade, dass es nicht Silber ist. Das finde ich auch schade, ja. Das ist ganz schade. Ja, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ja, ist schon klar. Du kannst eine versilberte Schrottschmiede. Das ist auch kein Horn und kein Elfenbein, das ist Bagelit. Plastik, ja, Bagelit. Schade, schade, schade. Naja, trotzdem, es ist interessant, oder? Ja. Auch das Wappen da oben. Preis davon. Ja, genau. Schieben wir mal den Walter rum. Gehen wir mal zum Alter. Herr Lennartz, bitte. Bitte schön. Wenn jetzt der Kasten nicht dabei wäre und das Besteck lose dort liegt, kein 50 Euro. Dann gibt's gar nichts dafür. Dann kauft's kein Mensch. Aber es ist halt einfach sehr schön. Ja, Mietenkasten. Also ich fange mal mit 150 Euro an. Das wundert mich jetzt. Ausgerechnet bei diesem Besteckkasten geht Waldi über sein normales Startgebot. Also warum hier 150, Waldi? Weil es nur versilbert ist. Aber die Kiste ist schön. Macht schon was her. Ich sag mal 200. Hört sich nicht schlecht an. Nee, das kommt um. Für den Anfang. Die Nachfrage bei den Händlern ist da und der Schätzpreis schon weit überschritten. Jetzt nicht einknicken. Sind die Teile komplett oder fehlen da welche? Komplett. Nee, fehlt ein Löffel. Was fehlt? Ein Löffel fehlt. Ein kleiner. Cool, ja. Das haben wir schon gedacht. Weil die Aussparung ist da und da ist nichts drin. Trotzdem, 250. Der Wolfgang hat neue Pläne mit dem Kasten, steckt wahrscheinlich Silber rein. Und um es dann aufzuwerten. Ich höre weiter. 280. Was sagt Bayern? Ich sag momentan noch gar nichts. Okay. Bayern zögert, während sich die Eifel an dem Besteck nicht satt sehen kann. Ob das auch Auswirkungen auf den Preis haben wird? Ich warte noch ab, vielleicht kommt noch was. Mein Herz schlägt leider nicht dafür, ich bin raus. Gut. Walter, bist du noch drin? Macht ihr uns. 300 Euro, sage ich. 330. 330. Bald schön ist. 330, machen wir den Deal. Machen wir. Komm nach vorne. Jetzt gibt's Bares
für Rares. 100, 200, 300, 10, 20. Da habe ich aber noch mal Glück gehabt. 30. Herr Dose, ich gratuliere Ihnen. Fantastischen Preis, den Sie da herausgeholt haben. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Vielleicht ist es dem Kasten dann doch letzten Endes zu verdanken gewesen. Im Besteck glaube ich eher nicht. Perfekt. Vielen Dank. Bedanke mich. Auf Wiedersehen, Herr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen mit den Namen über den Herrn. Wiedersehen. Herr Dose, ich sehe ein zufriedenes Lächeln. Ja, mit Recht. Wie viel Geld hat es gegeben, ne? Ach, zur Verhandlung 330 Euro. Respekt. Ja. Meine Verbeugung. Ja, und man sieht, zwischen Theorie und Praxis gibt es einen großen Unterschied. Aber hallo. Und ich habe auch hart und gut verhandelt. Ich bin ein guter Kaufmann. Herr Dose, danke schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Super. Tschüss. Bis dann. Tschüss.